Ja, und damit hallo zu einer neuen Runde von Control. Auch ein herzliches Hallo an die Leute bei YouTube, wo ihr eingeschaltet habt. Und natürlich auch hier im Stream. Da sage ich mal hallo. Miss Mandragora, schön, dass du auch wieder dabei bist. So, dann machen wir auch noch den hier. Hallo. wir würden dann, denke ich mal, hier gleich weitermachen. Die Sache ist die. Letztes Mal, wo wir hier aufgehört haben, wir haben ja festgestellt, wir haben eine komplett neue Abteilung freigeschaltet. Ich habe mich mal ein bisschen informiert im Vorfeld. Diese Abteilung kam, also ist im Prinzip das DLC, das zweite DLC zu Control. Das erste DLC ist das Fundament, wo wir schon angefangen haben. Und das zweite ist das AWE. DLC. Ich denke mal, da geht es um Alan Wake. Wir haben es letztes Mal schon erfahren, am Ende vom Stream. Sehr viele Zettel und so weiter, wo wir uns durchgelesen haben hier. Ich denke, wir werden, wenn wir diese Abteilung hier durchgehen, mal irgendwie sämtliche Sachen über Alan Wake erfahren. Alan Wake, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, Alan Wake ist ein Spiel, auch von den Entwicklern Remedy. Und ich weiß nicht, ein Easter Egg kann man nicht sagen. Sie haben halt einfach, ich glaube wirklich, eine komplette Abteilung für Alan Wake gewidmet. Ich weiß nicht, wie die Abteilung aussieht, das werden wir feststellen. Ich wollte mich jetzt hier auch nicht so lang aufhalten. Wollte aber erst dann, wenn das erste DLC fertig machen und dann das zweite anfangen. Also so, dass ein bisschen so vom Ablauf her passt. Ich weiß nicht, ob es großen Unterschied macht oder nicht, aber ich wollte es halt, wenn dann doch schon gern der Reihe nach machen. Nichtsdestotrotz haben wir ja sowieso noch einiges an Nebenaufgaben zu tun. Erkunde den Untersuchungssektor. Das ist das, wo wir jetzt gerade sind. Und wo haben wir denn? Der Nagel, das ist das, was unten im Fundament ist. Und hier haben wir noch irgendwelche Nebenaufgaben vom Hausmeister, beziehungsweise ich weiß gar nicht, finde 6 Beutel, die Ares alte Kameraden bei sich trugen. Okay, ich würde aber erstmal die kleinen Missionen hier machen und mich dann den größeren hier widmen. Zum Beispiel erstmal der Nagel, weil das ist das, wo ich als erstes hingekommen bin, ins Fundament von der Behörde und dann halt am Schluss den Untersuchungssektor. Nein, Alan Wake habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, auch wenn ich es schon ewig bei mir in der Steam-Bibliothek habe. Wollte ich schon immer anfangen, bin noch nie dazu gekommen. War mir aber auch zu dem Zeitpunkt jetzt nicht bewusst, wo ich hier Control angefangen habe, dass Alan Wake auch von den Entwicklern ist. Und ich habe auch nicht gewusst, dass die irgendwie Alan Wake hier mit einbauen. Also von dem her für mich komplett eine Überraschung. Was ja nichts Schlimmes sein muss. Also ich sag's mal so, ich glaube auch nicht, dass das Spiel hier auf Spoiler ausgelegt ist. Ich könnte mir denken, wenn ich das Spiel mal durch habe und ich würde Alan Wake an sich anfangen, hätte ich vielleicht ein bisschen Bezug dazu und würde ein paar Sachen sagen, ah, ich kenne das von Control. Aber damals gab es ja Control noch nicht. Dann müssten sie es ja so konzipiert haben, dass man, ne, dass man sich das irgendwie zusammenreimen kann. So, ich gehe mal hier hin. Ich mache mal hier die Nebenaufgaben. Einfach nur, dass die mal weg sind. Ich weiß nicht, ob der Hausmeister uns irgendwie noch mehr Aufgaben gibt mit der Zeit. Aber die, wo ich jetzt aktuell habe, wollte ich noch schnell fertig machen. In Anführungszeichen schnell. Ich weiß nicht, wie lange das ab und zu dauert. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich war doch... Hä? Da wollte ich doch gar nicht hin. Moment, ich wollte doch da runter. Moment. Hier, obere Etage. Da wollte ich hin. Ansonsten, ich hoffe, dir geht's gut soweit. Hast du den Tag gut begonnen? Schon gefrühstückt? Für die Leute auf YouTube aktuell zur Aufnahme. Ich
bin relativ früh dran wieder, mit 10 Uhr ungefähr. Ich glaube, ich muss noch dahin. Oh, halt, nee, da wollte ich gar nicht hin. Aber Alan Wake soll auch kein schlechtes Spiel sein. Oh, geht schon gut los hier. Ja, mir geht's auch prima. Danke der Nachfrage. Ich muss gerade mal gucken, wo ich überhaupt in den neuen Bereich komme. Ich bin eigentlich schon in der Nähe. Aber ich glaube, ich muss nach unten. Bereit für den Tag. Ja, wunderbar. Das ist natürlich super. Ah, ich glaube, hier komme ich. Ja, da muss ich hin. Hallo, Verstopfung. Ich glaube. Du hast dich ziemlich gehen lassen. Ah, okay. Hallo, Verstopfung. Und Lesestoff. Wasserspender-Prozedere. Ah, ich glaube, den haben wir schon im... Also die ganzen Dinger, wo wir hier sehen, diese gewandelten Objekte, die sehen wir auch im Panoptikon, wo sie angefangen haben. So, Isolationsprozedere. Kein besonderes Prozedere nötig. Sollte die Form des Objekts anders sein als die zuvor beobachteten, bitte eine Beschreibung der neuen Form verfassen. Beschreibung. Die wahre Form und Erscheinung des Objekts ist unbekannt. Die folgenden Formen sind bisher festgehalten worden. Schlüsselring, Brotdose, Schraubenschlüssel, Mikroskop, Tacker, Brille, Poströhre, Löffel. Das Objekt kann die physische Form von Gegenständen in unmittelbarer Nähe annehmen. Das Objekt kann sich in eingeschränkter Form bewegen und positioniert sich neu, wenn es die Form ändert. Dies tritt nur ein, wenn es beobachtet ist, wenn es unbeobachtet ist, sowohl physisch als auch digital. Deshalb konnte der Wechsel zwischen den Formen auch noch nicht beobachtet werden. Durch Rezitieren der Formeln I14 oder I32 kann das Objekt erkannt werden, da es zu zittern beginnt. Herkunft: Das Objekt wurde ursprünglich in der Behörde selbst entdeckt. Es ist jedoch unbekannt, ob ein Agent es hereinbrachte, absichtlich oder nicht. Oder es vor Ankunft der Behörde im Ältestenhaus bereits hier war. Oh, du feierst heute das erste Mal Karneval. Ah, das ist ja auch cool. Also so richtig mit Umzug und in einer großen Halle oder privat. Stimmt, wir haben ja, heute geht's ja los. Heute ist ja der schmutzige Donnerstag. Altweiberfasching, wie es woanders auch noch heißt. Was habe ich jetzt getan? Ah. Ach, das habe ich so nebenbei gemacht. Das ist ja cool. Da war doch noch eine andere Aufgabe. Ich muss jetzt was? Ich muss eine Verstopfung beseitigen hier. Alles klar. Muss ich mal gucken, wo das ist. Ich sag sehr oft, muss ich mal gucken. Habe ich selber auch schon gemerkt. Ach, ich glaube, da müsste ich erst darüber, oder? Ah, in der Stadt, alles klar. Oh, dann wird's was Großes, denke ich mal. Oder etwas Größeres. Okay. Jetzt, ich glaube, ich weiß, wie ich es machen muss. Das muss jetzt dann darüber. Oh, super. Klasse. Das hätte ich mir sparen können. Okay, einmal das und dann glaube ich hier das noch.
Okay. So, Mission aktualisiert. Sehr schön. Gegenstände, Missionen. Aktiviere die Abflusspumpe. Habe ich das nicht gemacht gerade eben? Oder muss ich hier noch irgendwo einen Schalter umlegen? Ah, hier. Okay. Wir sollten darunter den Rest davon entfernen. Ah, das wird bestimmt witzig. Also wie ich damals noch zum Fasching gegangen bin, war es schon witzig. Mal gucken, wo muss ich denn gehen? In die untere Etage und schlage die Verstopfung zurück. Okay. Kann ich von hier aus irgendwo runter? Aber ich denke, ihr seid mehrere Leute, oder? Wenn ihr dahin geht. Oder gehst du alleine? Ach, hier ist das. Ah. Sehen uns nie wieder. Sehr gut. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. FBC Arbeitsgruppe für Krisenmanagement. Schön, das habe ich jetzt gekriegt, für Verstopfung zu beseitigen. Ah, das ist doch wunderbar. Dann kann es eigentlich nur gut werden. Wenn man mit einer Gruppe irgendwie an so Events, zu solchen Events geht, dann, und dann kann es eigentlich nur gut werden. Weil es macht schon viel aus, wenn die Gruppe bzw. die Leute, wo zusammen dahin gehen, wenn es einfach zusammenpasst. Also so ist meine Erfahrung. Da war das eigentlich immer cool. Okay, dann habe ich diese Aufgabe erledigt. Jetzt muss ich noch. So. Okay, für alle Leute, die jetzt gedacht haben oder die gehofft haben, wir machen hier dieses Alan Wake DLC, fangen es an. Ja, ich weiß, würde ich auch gern machen. Aber ich bin. Da kommt bei mir so ein bisschen der innere Monk raus. Ich möchte hier ein bisschen die Sachen erst abarbeiten und dann so nacheinander die Aufgaben abarbeiten. Ich hoffe, das ist trotzdem okay. Also es kommt auf jeden Fall noch, aber halt ein bisschen später dann. So, wir haben noch was für ein Chaos. Beseitige den Fungus. So, gucken wir mal, wo das ist. Halt. Karte. Ach so, Moment mal. Ich muss erstmal zu einem Kontrollpunkt. Damit ich mich überhaupt porten kann. Ist hier was in der Nähe? Oh nein, ist nichts in der Nähe. Ah, ich habe eine Idee. Da können wir doch, glaube ich, hier durch die Wand. Irgendwo hier konnte ich doch hochfliegen. Und dann eine Abkürzung nehmen. Das müsste ja, glaube ich, hier irgendwo sein. Ja, hier geht's dann. Ach so. Super. War das hier? War das hier? Ah, doch, ich bin jetzt wieder oben. Im oberen Stockwerk. Ja, das ist das, was ich mal gemeint habe. Wenn man hier öfters mal hin und her rennt, kann man sich leicht verlaufen. Kühlpumpen, Pumpstation. Ja, doch, ich gehe aber in die richtige Richtung. Hier ist der Kontrollpunkt. 3 Fähigkeitenpunkte. Was können wir denn aufrüsten? Ich würde hier gerne das Schleudern von dem Schild aufrüsten. Ah, da fehlt noch ein Punkt. Und hier fehlt... Ja, das könnte ich theoretisch machen, aber ich mache jetzt erstmal dann das Schild.
So, wo muss ich denn jetzt hin eigentlich? Da. Im Krankenflügel, da kann ich hin. Ja, er heißt Krankenflügel, nicht Krakenflügel, so wie ich das letztes Mal gesagt habe. Da sage ich immer, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch oder kennst du das auch? Man liest Sachen und man liest was komplett anderes, was da steht eigentlich. Passiert mir sehr oft. Und dann lache ich über mich selber, weil ich wieder irgendeinen Käse gelesen habe, wo da gar nicht steht. Da wieder so ein unsichtbares Viech. Ach so, ja. Da rennt er rum und sagt nichts. Ich bin schon am Überlegen, was ich denn als nächstes spiele, wenn ich hier Control schon durch habe. Oder wenn ich es irgendwann halt mal komplett habe. Ich wollte ja eigentlich nur die Hauptstory spielen, aber es macht mir momentan so Spaß, dass ich hier noch diese ganzen DLCs weitermache. Und ich bin mal gespannt, wie ich das mal vielleicht, wenn ich es wirklich mal auf YouTube stelle, wie ich es zusammenschneide. Das gibt einiges an Folgen. Ja, also wie gesagt, genau, also bei solchen Situationen, da kann ich nur über mich selber lachen. Oh, hier ist, glaube ich, was ist denn das hier? Das ist Fungus, der schon ein bisschen fortgeschritten ist. Ich frage mich, warum ich hier keinen Schaden bekomme. Da habe ich ganz am Anfang Schaden bekommen, wenn ich hier reingegangen bin. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Vernichte den Fungus. Ach so, soll ich jetzt das Zeug hier vernichten? Und wenn ich das vernichten soll, wie soll ich das anstellen? Also mit dem Ziehschlag oder generell draufschießen funktioniert ja nicht. Steht da irgendwas dabei, indem sie den Fungus vernichtet? Der Krankenflügel des Isolationssektors wächst. Okay, ja. Das ist mir schon bewusst, aber wie dämme ich hier diese Fungus-Ausbreitung auf, ein? Hm. Okay, hier war es nicht. Vielleicht muss ich wieder solche Fungus-Typis irgendwie erledigen. Muss ich denen jetzt wieder hinterherfliegen oder hinterherrennen? Irgendwie, dass ich die irgendwo finde. Da bin ich jetzt schon wieder zu weit. Das ist hier das Sicherheitsbüro, glaube ich, oder? Ist weiter da hinten. Hier muss es noch irgendwo... Gut, hier geht es eine Treppe hoch, das ist mir klar. Ah, da geht's aber zum Sicherheitscenter. Hier ist aber auch noch Fungus, aber ich bin der Meinung, ich habe das alles schon gemacht. Da war ich jetzt auch schon ein paar Mal. Das habe ich doch schon gemacht. Hä? Leicht überfragt, aber... Okay. Oh, das Internet ist ab und zu weg. Liegt es an mir? Also bis jetzt... Also Übertragung ist stabil, so wie es bei mir aussieht.
Ich hoffe, das liegt nicht an mir. Also bis jetzt mal nicht. Also ich habe auch keine übersprungenen Frames. Kein Geruckel. Das hatte ich bei einem anderen Spiel, das Problem. Da hat es öfters geruckelt und hatte übersprungene Frames, was hier in meinem Programm angezeigt wird, im OBS. Und das hat mir dann regelmäßig immer mein Stream abgebrochen. Und das war ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe, es geht noch. Es ist noch annehmbar, hoffe ich mal, für dich. Das sind diese Beulen, die hier rauswachsen. Die muss ich kaputt schießen. Okay, ich dachte jetzt, ich muss wieder irgendwelche Fungus-Leute zur Strecke bringen. Oh. So, da müssen wir mal Ausschau halten nach Fungus. Hä? Was ist da passiert? Oh, komme ich da durch? Ach, war ich hier noch gar nicht? Ach, krass. Ach so, da waren aber nur, in Anführungszeichen, nur ein paar Objekte drin. Was ist denn das hier? Munitionseffizienz. Okay. So, wo sind hier Beulen? Da. Die Musik. Die Musik von Arti. Schon. Das ist auch cool. Den Rollstuhl einfach aufgehoben und dann von hinten einfach erschlagen. So, vielleicht ist hier auch doch noch so irgendwas hier drin. Hab ich was übersehen? Nee, ich glaube hier tatsächlich nicht. So. Und sonst, wie sieht's bei dir aus? Hast du mal Hogwarts weitergespielt? Da kann man sich auch verweilen dran. Also, ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt mal mir vielleicht zuleg. Weiß ich noch nicht. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Ich habe aber ein bisschen Angst, weil es so umfangreich ist. Weil das ist ja wirklich... Also wenn ich mir angucke, wie Control hier ist und wie dann Hogwarts den Eindruck vermittelt, also das ist ja schon riesig. Da habe ich dann doch ein bisschen Respekt davor. Da fehlt mir dann halt einfach die Zeit. Das wäre dann zu schade, wenn ich nicht dazukommen würde. Autsch.
Ach, da ist noch so ein Ding. Ah, ich muss mal nach oben gucken. Ist auch eine Idee. Okay, dann muss ich öfters mal an die Decke gucken. Wenn da oben noch... Ah, da drüben ist doch noch was. Na, bitte. Da war die... Okay, da ist die Wand wieder zugewachsen scheinbar. So, wo ist denn hier das letzte Geschwür? Ich denke mal, das ist das letzte Geschwür. Hier geht's wieder raus. Da will ich nicht hin. Ich möchte hier den letzten Fungus erledigen. Wenn man irgendwas sucht, dann ist es wieder richtig schwierig. Wenn es halt dann auch nur noch eins ist, wo man sucht. Hä? Ah, ich bin überfragt. Wo ist der letzte Fungus? Da drin ist es nicht, da war ich jetzt schon ein paar Mal. Das habe ich schon gesehen. Mach's trotzdem nochmal so. Nee, das ist es nicht. Er muss ja irgendwo hier sein. Es kann ja nicht sein, dass er so weit weg ist. Wo ist denn der Fungus? Ist er hier irgendwo am Anfang? Na toll. Da geht's zur anderen Abteilung, da möchte ich gar nicht hin, im Medical Wing. Da müsste irgendwas sein. Diese nervigen Schreidinger. Also hier im Shelter war, glaube ich, nichts mehr an Fungus, oder? Oh. Mist. Uiuiui. Wenn man dann meint, man müsste nicht aufpassen, ne? So wie jetzt. Das war unnötig. Alles nur, weil ich den Lader mal wieder ausprobieren wollte, die Waffe. Wenigstens bleibt mein Fortschritt gespeichert. Das ist schon mal gut.
Oh nein. Ich hab's gesehen, da war was. Ich hoffe mal, die finden mich nicht so einfach. Ich kann hier einfach mal wegrennen. Ja. Ja, da ist noch ein Fuß. Hä, hab ich den nicht gesehen? Hä, den hab ich. Den hatte ich doch. Wo sollten. Hä, wo war dann der letzte? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber okay, sei es drum. Haben wir erledigt. Nächste Aufgabe. Sehr schön. Ich habe auch wieder so ein paar Gegenstände eingesammelt. Vielleicht kann ich ein paar Waffen verbessern. Wenn wir hier schon sind, am Kontrollpunkt, gehen wir zur Astralwerkstatt. Mal gucken, ob wir irgendwas... nee, da fehlt mir noch was. Stich aufwerten. Der Rest habe ich schon, glaube ich, ne? Genau, es fehlt mir nur noch das hier. Die letzte Waffenmod für den Stich. So, dann verfolgen wir mal die nächste Mission. Die nächste Mission wäre... Was für ein Chaos. Vernichtet den... Hä? Den habe ich doch. Ach so, in der... Ach, in, bei den Kühlpumpen jetzt. Ach, da war ich doch vorhin. Hätte ich auch da unten gleich anfangen können. Okay. Hier. NSC Kühlpumpen. Da gehen wir hin. Hier drin ist der Fungus auch? Ja. Na gut. So auf Anna, sagte sie, zog die Waffe. Ach, deswegen hat ihr das vorhin gesagt. Ich habe mich noch vorhin gewundert, was er denn will. So, wo sind hier noch die nächsten? Oh, da müsst ihr eigentlich hier gut zu sehen sein. Oder ich renne hier wieder blind durch die Gegend. Achso, der ist hinter der Treppe. Ah, da ist der. Ah. Hä? Nein, nicht ganz nach unten. Hilfe. Das wollte ich nicht. Stimmt, da kann ich aber hier diese Gegenmaßnahmen des Rates machen. Das ist natürlich auch gut. Das bietet sich ja gerade an, wenn ich das hier sowieso machen muss. Nebenbei noch gucken, wo der Fungus wächst. Noch zwei Gegner. Oh, jetzt habe ich sie erledigt. Okay, zwei fehlen aber noch. Damit ich das wieder bekomme. Dieses, ja. Erfolg ist es ja nicht, aber. Ne? Ah, da oben, ich sehe es.
Da ist noch ein Stück Fungus. Zack. Da muss man aber echt genau hingucken. Da flackert ein Licht. Da ist noch ein Fungus. Okay. So, und jetzt fehlen mir genauso viel nochmal. Scheinbar. Ah, da ist auch noch einer. Da. Wo noch? Liegt da noch unten irgendwo rum. Oder nur hier oben. Ich bleib mal hier oben. Sieht so aus, als wäre das alles hier irgendwie weiter oben. Dieser Fungusbefall. Ah, hier, ne? Hm. Ups. Ah, da ist noch eine Kiste da oben. Eine Kiste, wo ich nicht dran komme. Toll. Oder? Komme ich hin? Na? Ah, ich komme hin. Sehr schön. Drehfeuerrate, toll. Ich glaube, es ist wieder nur einer, den ich jetzt brauche. Hm. Das Zischen. Dreimal dasselbe Zischen im Hintergrund. Hallo Ratti, ich winke mal zurück. Zurück in den Arbeitslurk gewunken. Irgendwo ist noch eine Beule. Aber wo? Eine Fungusbeule. Immer der letzte. Der letzte Fungus ist immer schwierigst zu finden. Verstehe ich nicht. Ach, hier. Wie fies, ey. Noch mehr Fungus, okay. War's das jetzt mit Fungus? Na toll, jetzt kommen sie wieder, ne? So. Gegenmaßnahmen des Rates.
Okay, solange die hier nicht hochkommen, bin ich ja froh. Dann kann ich ja mal das da machen. So, wir haben wieder alles sortiert nach Typ. Das ist gut. Dann kann ich nämlich gucken, was ich wieder hergebe. Und zwar die doppelten und dreifachen Sachen. Was ist jetzt das? Das ist mehr. Machen wir das hier weg. Und die, wo halt ganz niedrig sind, die mache ich auch komplett weg. Stufe 3 ist schon eigentlich uninteressant. Stufe 2 natürlich auch. Und schon ist wieder Platz hier unten für Sachen einsammeln. So wie jetzt das hier. Was habe ich denn noch für Gegenmaßnahmen? Und zwar... Töte Gegner im Wartungssektor, während du schwebst. Das habe ich getan. Und dann haben wir noch... Mit Kopfschüssen im Geschäftsleitungssektor. Ja, gut, okay, da muss ich aber auch erstmal wieder hin. So, hier ist unser Kontrollpunkt. Sehr schön. Fähigkeiten 5, das ist doch super. Dann können wir das hier wieder verbessern. So, zack. Noch ein Punkt. Was machen wir mit dem einen Punkt? Den heben wir auf. So. Gegenmaßnahmen des Rates, genau. Das haben wir erledigt, sehr schön. Belohnung einsammeln, sehr schön. So, Ritualimpuls. So, was haben wir denn hier? Strategisches Ziel, augmentierter Zischer. Okay. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was das bedeutet. Ich muss das gerade mal wieder gucken, ne? Also ihr kennt es von mir, ich muss gerade mal gucken. Schwerkraft, okay. Töte Gegner mit der Amtswaffe im Impulsmodus. Wie kann ich denn den Impulsmodus aktivieren? Och, du liebe Zeit. Okay, es fehlt im Prinzip nur noch die Jukebox. Dunkler Ort. Und der Nagel. Aber ich würde den Nagel als erstes machen. Das ist nämlich vom... also erstmal die Nebenmission. Und dann würde ich wieder ins Fundament gehen und da weitermachen. Schnellreise. Jetzt müssen wir einmal zum Belüftungssystem. Belüftungssystem. So. Ah, hier. Schieße! Au! Was war denn das? Irgendwas hat mich da jetzt getroffen. Ich glaube, da war ich selber schuld gerade eben. Besiege den vom Zischen befallenen Guy. Hä? Wo soll der sein? Im Wartung Atlaskammer, okay. Aber da muss ich jetzt nicht unbedingt hin. Ich kann ja noch woanders hin. Hier, Hausmeisterbüro.
Können wir gleich mal vorbeigehen und uns vielleicht neue Aufgaben holen. Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wo bin ich gelandet? Ah. Noch weg. Okay. Dann setze ich mich wohl mal hin. Mach mal Pause, was? Wieso soll ich mal Pause machen? Ach, ich soll mich hinsetzen. Ach, das machen wir doch gleich. Das sind die Freuden des Hausmeisterlebens. Jetzt machen wir mal Pause. Okay, das war eine kurze Pause. Was kriegen wir denn hier? Ein neues die Outfit. Assistentin des Hausmeisters braucht wohl passende Kleidung. Ah. Das ist ja cool. Jetzt haben wir ein Hausmeister-Outfit gekriegt. Muss ich gleich mal anziehen. Das ist ja cool. Oh, hier ist noch eine Tür, die zu ist. Ah. Liegt denn hier noch rum? Ah, nur eine Kiste drin. So, im Impulsmodus will er, dass ich Gegner erledige. Wenn ich die Waffe ausrüste, muss ich... Wo ist denn hier der Impulsmodus? Mit was mache ich das denn? Gute Frage. Weiß ich jetzt aktuell nicht. Muss ich mal gucken. Wie immer. Ich möchte auf jeden Fall mal das Hausmeister-Outfit ausprobieren. Wenn ich schon hier Hausmeister-Aufgaben mache. Hier schon wieder falsch, oder? Ne, ich bin richtig. Ich muss nur die Mission auswählen. So. Ja, also ich bin auf jeden Fall in der richtigen Abteilung. Ja, das können wir natürlich auch wieder nebenher machen, aber jetzt aktuell nicht. Oh, 5 Fertigkeitenpunkte sogar. Das ist stark. Dann machen wir doch mal den Schildangriff auf jeden Fall. Und dann machen wir... Ah, das geht noch nicht. Energie lädt sich wieder auf, während der Schild aktiv ist. Das ist natürlich auch gut. Können wir leider noch nicht aktivieren. Hier fliegen wieder Mückchen rum. Die mich etwas nerven. Schnellreise. Dann gehen wir zu den Transformatoren. Da gibt es nämlich auch noch was.